entschieden für die Saarländer. Zunächst ein Abwehrfehler. Und dann sehen wir hier ein Foul von Torwart Eich. Sieht mehr so aus, als habe den Gegner gekitzelt von hinten. Aber wie auch immer, Thomas Gerstner verwandelt den Strafstoß zum 1:0 nach 34 Minuten. Das war dann auch der Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang Homburg dann stärker. Freistoß von Cardoso. Und diesen Kopfstoß kann Torwart Brauer nur abklatschen. Peter Müller ist nach 54 Minuten da. Ausgleich für den FC Homburg. Wenig später ein klassischer Konter. Die beiden Argentinier waren es wieder. Diesmal umgekehrt als in der letzten Woche. Marcel auf Cardoso, der macht's allein, hat vielleicht sogar ein bisschen Glück und trifft. 75. Minute, eine Viertelstunde vor dem Ende, die Führung für die Saarländer. Nur noch 3 Minuten waren zu spielen, dann dieses schlechte Stellungsspiel. Jiménez ist durch, der Ausgleich 2:2 in Oldenburg. Immerhin eine Punkteteilung für den FC Homburg, das kann sich durchaus sehen lassen. Der Gegner am kommenden Wochenende wird dann sein die Stuttgarter Kickers. Hier haben wir die Tabelle. Freiburg führt vor Leipzig.